Was ist los im Chat? Steht so, nächster Part. Oha, oha. Kommen noch neue Spieler zum Megaprojekt. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir die Alten erstmal befriedigen können hier. So, mit Schleppern doch hoffentlich. Ja, mit Schleppern natürlich. Wo siehst du das, Onkel? Ja, wer auf jeden Fall wahrscheinlich neu dazukommt, wenn das alles passt, ist Old Bull, ne? Jo. Ja. Ne? Also wenn da... Fälle. Genau. Wieso? Renny, jetzt heiz mal nicht so mit dem Abschleppwagen, du. Dann machst du den auch noch schrottig. Ach, und dann können wir den gar nicht mehr weg. Ja, Olli, nur für die. Hab ich eine schöne Ruckel-Orgie gehabt. Hört man mich eigentlich laut im Stream da? Glaub schon, ja. Nicht, dass ich da vor mir, dass ich da wie so ein Tötör klinge da. In was? Ja, weiß ich auch nicht, als wenn ich so ein Tütü anhabe. Oh. Ach, da kommt Saxon Randy angehalten. Harry Yasses! Hallo, alles ja. Da bin ich auf der falschen Seite, scheiße. Ja, aber da vorne steht schon Träger, da ist schon Weizen drin. Achso, na warte. Nicht erstmal den muss voll machen, weil wir haben keine ausschalten Lage. Deswegen. Wir müssen sofort Randy, der Lebensretter. So, alles, was wir auf dem Hänger haben, müssen wir sofort verkaufen. Wen sein Trecker ist denn das hier? So, Spooky riecht an, dass wir jetzt mit zwei Teams aufnehmen, immer abwechselnd. Jo, das müssen wir dann irgendwie mal schauen, wie das dann danke, im Randy. Stream läuft hier mit der Map. Ob wir das also irgendwie... Ich sag mal, ja, im Livestream ist halt ein bisschen blöd, aber ich sag mal, so werden den... Oh, was ist jetzt? Dran. Ah! Ja, das war gerade fies. Ey, warte mal, nee, den kann man gar nicht nehmen. Während der normalen Aufnahmesessions, denke ich mal, ist 6 Let's Player... Rüber werden wir eh nicht kommen. Ja, ja gut, vor mal zu. Mehr hatten wir auf der alten Map ja eigentlich auch fast nie. Fast nee, nie. Fast nie. Ja, richtig. Ja. So, Guten, jetzt darfst du mal wieder was erzählen. Wie ist das Megaprojekt eigentlich entstanden? Wie ist das Megaprojekt entstanden? Das entstand, also die Idee entstand in meinen Sommerferien. So, als die Dedicated Server kam. Und ich weiß nicht, ob der Carvo noch zuguckt, aber der erinnert sich bestimmt auch dran. Wenn du noch da bist, schreib mal Hallo in den Chat oder so. Carvon. Auf jeden Fall. Randy, folge dir. War die Idee eigentlich mit dem Add-on halt, was da angekündigt wurde, zu spielen, auf der neuen Map einen neuen Speicherstand zu machen und um einfach vernünftig voranzukommen und vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr Abwechslung zu haben, möglichst noch andere Let's Player dazuzunehmen. Ja. In diesem Sinne, aber die Rinne. Tschüss. Genau. So. Das war nur für mich, für meine Minuten jetzt. Ist. Moin, hier ist Heini, jetzt geht er weiter. Und jetzt ist Action. Stopp. Ja, ich hab gerade das Bremspedal nicht getroffen. Ja, Leute. Und was haltet ihr von der Trecker-Marke Massey Ferguson? Wurde hier zum 97. Mal gefragt. Leute, wir lesen eure Fragen schon. Wir können die bloß nicht alle gleichzeitig. Hat der Bauer mal viel Geld, kauft er grün-gelb. Ja. Go Carvon. Oder ein Fiat, aber da muss man bedenken, dass der schon im Katalog rostet. Stimmt. Was hat er aber ansonsten sind die gut. Killer? Aber hier ist auch nichts gedüngt, oder? Die ersten sind gedüngt. Ich habe schon mal geguckt. Also die sind müssten normalerweise gedüngt sein, die ersten Felder. Nee, die sind nicht gedüngt. Nicht? Also wenn ich so von oben drauf gucke, kein Unterschied. Ja, also. Aber bei gut, mir war der naja, jetzt ist aber schon also gewachsen. Gleich. Also ob ich gedüngt habe oder nicht, war immer genau das Gleiche. Ah, okay. Also, Untergruppern und neu. So, ihr Freunde, jetzt fragt uns nicht zu einzelnen Treckermarken, wie wir die finden. Wir finden die alle geil irgendwie, weil sonst, ne? Da hat jemand geschrieben, Forstmann von BM-Modding ist geil. Wo mache ich Urlaub? Bei Balkonien am liebsten. In Kroatien. Am meisten. Das ist schön, ne? Also, ich bin immer ganz viel überall. Ich bin ganz gerne auf Mallorca. Echt? Ja. Ballermann oder eher so Hinterland? Nee, ich war September letztes Jahr, da waren wir Pica Fort. Das ist mehr so Hinterland auch, ne? So ein kleines Urlaubsgebiet ist nicht so Halligalli. Kenn ich sogar, war ich auch schon mal. Und da hatte ich ja so, habe ich glaube ich schon mal erzählt, oder nicht, wo ich da meine Katastrophe hatte, wo ich im Krankenhaus lag. Mit dem Asthma? Du hätten der Kippe totgeschissen. Ich hatte mich totgeschissen, ich hatte Vergiftung. Achso. Lebensmittelvergiftung. Ach ja, doch, stimmt, da hast du von erzählt. Ja, und dann war das war ja. Scheiße, ich hab hier Probleme. Da war hast ja du noch was drin, Martin? Nee, danach ja? Nicht mehr. Achso. Hast du noch was drin? Nee. Gut. Alle. Dann kann das jetzt quasi direkt verkauft werden, ja? Das kann direkt verkauft werden, Weizen. Jody Boy, also die Frage, die wurde doch schon beantwortet. Das brauchst du jetzt auch nicht nochmal in Caps Lock Tino, wartest du mal bitte auf mich? Ich brauche einen Anhänger. Bist du?
Ja, zum Thema. Ja, ich hol mir nur schnell einen Trecker, dass ich mit dir mitfahre, weil ich hab hier Uffel. Ich muss jetzt mal hab ganz kurz hier den abstellen. Wir wissen noch nicht gerade, wo du bist. Also zum Thema ja. Urlaub, ich plane zurzeit, ich weiß nicht, ob es das wird. Der Markus LP, aber wir wollen so die viert auf. In die Normandie fahren und dann die Strecke, die alliierten Truppen zurückgelegt haben. Also über St. Mary Glisch, Arnheim, Remhagen nach Deutschland rein. Oha. Wenn's was wird. Also ich bin, wenn ich nur im Auto. Machen? Wenn im Auto. Ich bräuchte einen Abfahrer. Ja, ich habe keinen Anhänger. Wo krieg ich meinen Anhänger her? Da steht Anhänger auf dem Dreieck. Heidi steht du? Auf dem Feld. Wo die dreschen auf dem Feld. Also auf dem Feld nebenan, auf den kleinen. Ist klar. Mal Randy, weißt du eigentlich, haben wir irgendwie einen Sammelwagen oder sowas für das Stroh? Randy? Nein, wir haben noch gar nichts. Ja, bitte? Gut, wir also werden ja voll Freunde und so. Ich brauche Öl. Können wir doch? Und wieder? Hä, wie geht denn das? Ach, ich weiß noch, der fährt die ganze, Zeit Vollgas. Wie viel Schaden hast du auf deine Maschine? Wo sehe ich das? Unten links. Unten links ist 48% anscheinend. Au. Dann fahr mal bitte in die Werkstatt, wenn er wieder fahren tut. Und tu dir mal reparieren. Ja, ich bin nicht sicher, ob du das hier schon machen kannst. Notfalls musst du zum Shop. Ich weiß, woran er mit dem Öl liegt. Er muss das hinten machen, wir haben hier die Werkstatt noch nicht. Kann das sein, dass die ganze Zeit nur Türe fährst? 30% oder 40% kannst du reparieren hier. Ja. Nee, wir haben hier keinen. Fahrt mal nicht bitte auf 100% Drehzahl. Fahrt mal nur so maximal 85%. Verzeiht mir bitte, wenn ich jetzt hier das nicht so richtig mache mit Drehzahl. Nee, ist ja das ist Neuland. Ich weiß gar nicht, wo kann ich das? Das ist auch eigentlich ein bisschen komisch. Ich stehe in der Häckselgut. Also du kannst mit der Minustaste auf dem Numpad kannst du die Drehzahl runter und mit der Plus-Taste kannst du wieder hoch. Das ist, wie gesagt, das ist aber so, wenn die Maschinen dann dementsprechend einen Schaden haben, verlieren die auch schneller Öl. Ja. So, meine lieben Zuschauer, und das war's erstmal bei mir gewesen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis gleich. Tschüss. Ja. aber Livestream geht weiter ohne Unterbrechung. Wo der Werkstattwagen herkommt, ich glaube aus dem Laden. Den haben wir gekauft. Ja. Das ist noch nicht, das ist eigentlich noch nicht der richtige. Normalerweise ist der ADAC, der hier drin ist. Also ja, aber da der ADAC ja momentan pleite ist. Nicht so angesehen ist, wollen wir den hier auch gar nicht haben. Das ist mir relativ egal, was die machen. Was schreibt ihr? Ich würde gerne in Tinos Haut stecken, der ist so geil. Ja, das ist gemacht. Wie bitte? Aua, da will jemand in deine Haut stecken, weil der finde ich so gut. Hexel, gut, warte mal, da muss ich. Ja, weiß ja gar nicht, ob er da reinpasst. Kann aber wehtun. Kommt auf die Kohle drauf an, ne? Ah, ja. Siehst du mich? Wo bist du denn? Vor dir. Ach, da ist er. Ja. Würde er gerne jetzt hier mal abfahren, ich weiß aber drück nicht, wo ich hin muss. Muss. Haben wir für diese Krampe-Kippe auch noch sinnvollere Schlepper? Und dann Motor starten. Für Preise und so müsst ihr euch nicht durch den PDA wählen, einfach auf die 9 drücken, dann bekommt ihr eine vernünftige Übersicht über die Preise. So, und wie kriege ich jetzt Schaden wieder weg? F9 oder 9? F9. Nur 9. Ne, F9 ist es bei mir. F9? Mit wem redet ihr jetzt? Bei mir auch. Okay, F9. Den Schaden bekommst du, du fährst jetzt einmal bitte zum Händler, weißt du, wo da ist? Ne, ich gucke auf den Karte gerade, wo soll das sein? Achso, ne, dann verfolgen. 650 in der Mühle. Das wird ein Video, Rette-Heidi-Video hier, so wie es aussieht, Randy, ne? So, warte mal, die Mühle, wo ist denn die scheiß fucking Mühle jetzt? Die Mühle ist oben, wie es in der standardgemäßen Dings meines Erachtens nach. Genau, die ist auch noch Standard, wie in der Standard-Map. Weißt du, wann ich das letzte Mal gespielt habe? Einfach rausfahren. So, ja, wer den längsten hat, das ist völlig irrelevant. Wer fährt gerade den zweiten Drescher? Das ist auch völlig irrelevant. Oh, der Mann, der bremst und lenkt so schwer, du, da tut mir leid. So, naja, warte mal, die Mühle. Wer fährt gerade Drescher? Ich? Könntest du bitte auf der anderen Seite? Dann können wir über Kreise drehen, außenrum. Ach so. Ja, gut, jetzt ist, Moment. Wo willst du hin, Dino? Zur Mühle. Achso. Beim Händler oben raus, oder? Ab zur Mühle. Nee. Die Mühle ist, warte, Mühle ist im Süden, ja. Wenn du hinten rausfährst, also den Bergen. Bei Feld 24 und 21 dazwischen. Richtung Feld 4, Moment. 24, 21 ist Mühle. 24. Achso, das ist die Mühle. Ja. Ja. Ah, da muss ich umdrehen. Richtig. Da bin ich ganz falsch. Lauf mal da fährst du über so eine kleine Holzbrücke und dann bist du schon bei der Mühle. Ach super. Jetzt fährst wir du wieder auf Freier. Mach aber langsam, dass du hier auf die zwei Dinger kommst. Das mag einer, ob wir wieder auf schwer spielen. Geil ist das denn. Ob wir da wir spielen auf normal, Leute. Wir spielen und dabei normal. Bleibt's auch. Also ja. Auf schwer ist richtig krass, zumindest im Singleplayer. Halt. Wir haben es probiert wegen den Zinsen. Das ist so utopisch. Ach so, warte. Ja.
Ob wir das Titanium-Add-on noch drin haben, wir haben es noch installiert, aber und wir haben natürlich auch dann die Maschinen und so, die dann fest installiert ist, die haben wir noch dabei. Klar. Ja. So, warte mal, dann muss ich jetzt hier raus. Tschüss, lol, man. Jo. Jo, ciao. Jo, tschüss. Tschüss. War das jetzt bei jedem von den 700? Ja. Ja, tschüss, ne? Die veränderte Map als Download stellen, ich glaube eher nicht, dass Blacky das möchte. Nein, oh, kommt auch nicht. Die ist auch nur für uns. Olli, ja, ich hab einen Führerschein. Mofa. Nein, ich hab Autoführerschein. Hast du Lego-Führerschein? Aber den Autoführerschein hast du wahrscheinlich auch nur gefunden. Ist wahrscheinlich vom LKW gefallen. Ich hab 4 Lego-Führerscheine. Alter, das hat einmal Harald... Ich hab das so lachen müssen. Was denn? Ich weiß nicht, ob das mitbekommen hat, da hat der Herr Frenkel einen Kommentar kommentiert und einfach seinen Eurotruck-Simulator folgen. Ich habe eine Werkstattmitteilung. Wo hast du das Spiel? Und Harald hat geantwortet, ist von dem LKW gefallen. Das ist Heinis Schlüter. Also Heini hat jetzt alleine für die Reparatur 85, oder? 8511. Aua. Bordkasse. Es tut mir leid. Naja, gut. Billig. Also ich würde sagen, noch einmal alle Welpenschutz. Aber Öl braucht er trotzdem noch, zeigt er. Ja? Ja. Dann drück mal R. Nimm die Taste, da denkst du dran. Moment. Oh Gott. Hau das hin? Aber es kommt gleich mal, es kommt gleich mal 4.500 oder 5.000 nach an Geld. Gottes Willen. Ich wusste nicht. Worauf sparen wir eigentlich als erstes? Auf Lager. Felder, ne? Auf Lager. Wie viel kostet der Spaß? Warte mal. Lager kostet, glaube ich, schon 500. Wie findet ihr Black Ops? Nee, 600 und ein paar zerquetschte 1000. Ja. Ein, zwei Stunden noch, Julian. Julian, das ist echt die Frage, das wissen wir selber nicht. Wenn er vorbei ist, ist zu Ende. Oh. Aber dauert auch ein bisschen, ne? Jo, das wird wohl so sein. Ich schätze mal so zwei, drei Stunden, oder zwei Stunden bestimmt noch. Ich habe keinen Unfall gebaut. Also, als nächstes fällt 15 ernten, oder? Auf diese Map noch nicht. Ne? Oh, da ist Mohn. Interessant. Wenn es reif ist halt. Opium! Warte mal, ist Opium! 15 so. Ist noch gelb. Ja, dann müssen wir mal spulen Frage vielleicht. Auf welche Frage denn, Olli? Sollen wir spulen? Ja, der Olli hat... Olli, die Frage ist doch schon beantwortet worden. Ja, hat er. Wollt ihr spulen? Spulen. Warum? Ja, ist schon abgeerntet? Damit ja, das letzte Feld ist noch nicht fertig. Bündig wird so. 15, ne? FX Killer LP, bitte hier keine Werbung für andere Kanäle machen. Oh, 120? Baser Eigener. Okay. Ja, Scheiße. Chaos hab ich probiert, das ging nicht so einfach. Das macht Onkel Randy jetzt dafür. Das ist der Werkstattmeister. Oh, hier bin ich jetzt gerade auch richtig spritsparend unterwegs. Wollen hier. Wir spaßenshalber mal probieren, ob vielleicht aber wieder einer joinen kann? Ob sich der Server ein bisschen beruhigt hat? Ich glaube nicht, dass das gehen wird, aber... Das glaube ich nicht. Lass wird gerade gefragt, was wir von Black Ops halten. Meine Meinung ist, glaube ich, bekannt und die der anderen auch, hatten wir auch schon oft genug in Videos kommentiert, glaube ich. Danke, Randy. Nee, haut noch nicht. So, hin. Feld 15 so. Jetzt, ja? Ja, ich bin gerade auf dem Weg ganz dahin. Beschissen ran kann. Gut. Ich bin ja momentan auch ziemlich spritsparend unterwegs, also ich grubber hier das Feld mit 3 Liter. Ich habe 5 Liter Verbrauch gerade. Vincent, ich habe gerade eins, darum rübt sich auch so viel. Hast du gerade Vincent gesagt? Ja, ich habe auch gerade eins hier. Ja, Vincent, ach so. Ich dachte, du hättest jemanden von uns hier gerade Vincent genannt. Nein, ich kommentiere Kommentare. Moin, hier ist Heini, jetzt geht er weiter. Kommentare, kommentiere, Show. Genau, die Kommentarkommentierung ist episch heute. Ist so episch. Ja. Die Tastenkombination für die Zeit. Was ist denn das hier für eine Grube? Wenn du die Zeit hochdrehen willst, auf die 8 drücken und wenn du die Zeit runterstellen willst, auf die 7. Aber wenn du die Hagenstedt Modified normal spielst, guten Stehe breit dann kannst du. Ja, ja, ich muss erstmal da hinkommen mit 20 km/h. Wir hatten den Rapskipper. 15. Dahinten. 15? 15. 15. 15. 15. Auf der, auf der ersten Version war, glaube ich, nur 60, mal 5. 3,50. Ja. Wie lange braucht das, bis der ganz reif ist? Eine Wachstumsstufe noch. Ja, aber ja, wie lange aber sind die hier? Dauert, glaube ich, bis 18, 19 Uhr, wenn ich mich nicht irre. Ja. Denkt dran, Hauptsache, es fällt wieder reif. Ja, Prost zurück, Vincent. Nein. Nein, der hat den falschen Hänger reingehauen. Die schönen und Julian, Mohnblumen. Ciao. Schönen Abend. Ja, Julian. Ciao. Julian, tschüss. Mokko, Julian. Tschüss. Warum aber, sind aber die Schlüter grün und nicht was, rot? Also. Das ist die Jubiläumsedition von den Warum Dingern. Heißt Merkel und nicht Alfred? Nee, das ist eine Spezialedition. Ist weil die, ich glaube nur auf der Map hier, ne? Richtig. Ja, aber ich finde den in Rot doch schöner.
Nee, der Cat ist in der Hagenstedt Modified allgemein drin. Ja. Nur so, Brubles, den wir fahren, der hat keinen Echtzeitspiegel mehr wegen Performance. Das kommt dann erst aus. Ja, alle. Also Tino und Randy, ab morgen Banish müsst ihr Let's Playen, ist wieder gewünscht. Liebe Freunde, schreibt mal bitte nicht immer in Großbuchstaben. Das ist Schreien und Schreien hier im Chat ist sehr unhöflich. Das mögen wir gar nicht. Genau. Da drückt der Doc gerne auf Bann. Ja, ne? Wie findet ihr das Hero-Projekt? Also ich weiß jetzt nicht, welches Hero-Projekt du meinst. Wisst ihr, ein Hero-Projekt? Irgendwas Minecraft mit Gronkh und Sarazza, die haben kann man bitte die Zeit jemand stoppen? Na, wo ich ist glaube, er denn geblieben? Ich glaube eher, dass die Minecraft-Hero meinen. Achso, also ich weiß es nicht. Wo ist von er denn? Hier in den ganzen großen Minecraft-Let's Playern. Denn? Minecraft. Weiß ich nicht, also ich weiß offenbar keiner genau, was ich suche den Randy. Ich bin Urm am Händler, wie gesagt, wir müssen gerade mal hier versuchen, die Überleiter runterzukriegen. Mein Haus, mein Block, mein Kraft. Was musst du machen, Randy? Die Ölpalette hier runterkriegen von hier. Ich hoffe mal, es ist okay, dass ich den Spritverbrauch jetzt gerade mal von 3 auf 4 Litern gesteigert habe. Dann denkst du irgendwo auf eine Mutti da an der Seile dahin. Bin ich auch mal ein bisschen schneller. Im Livestream ist noch 120-fach. Antworte mal, Heini. Olli, was möchtest du denn? Ich habe Führerschein, oder was hast du nochmal gefragt? Ja, jetzt passt. Ja, das hat er schon 17 Mal beantwortet hier. Oder ja. Was meinst du? Jedes Mal vom LKW gefallen, was? Und Pfanne, also PFI, Quatsch, PF4N3SH, hallo, auch schönen Abend. Es hatten schon wieder hier für eine Kombi 2 Krampe Big Body 450 hintereinander. So, warte mal, da könnte ich ja mal derweil noch... Ach, ich gehe so lange in die Stadt und flirte hier so ein bisschen, diese hübsche Frau und so. Randy, sagst du Bescheid, wenn es fertig ist? Old Bull. Dr. LF-Fan, grüß dich. Könntest du mit dem Drescher, wenn du noch drischst, zu Feld 15 kommen? Hallo. Ich bin schon am Hallo. Achso, ich sehe dich. Da hinten, jetzt. Okay. Aber das ist ja noch nicht fertig. Randy hat auf 120. Doch. Hat Randy auf 120. Ist gerade fertig geworden. Du weißt, der Stream ist zeitverzögert. Ja. Schicke Flipflops an. Ja, ich komme ja ein bisschen hinterher. Docs, mach mal Kohle, natürlich. Ja, mal lieber, ich guck den Stream ja nebenbei auch. Kohle, lalala. Kohle, tralala. Ja, hallo Gregor. Kohle. Ja, der Gregor ist auch. Gibt es hier einen Grund, warum der eine Traktor nicht mehr angeht? Öl alle. Der sieht so komisch aus. Bin ich ja gerade dabei. So. Ja, da ist er gerade dabei, das Öl dahin zu bringen. Unsere Kinder nennen, also wie würden wir unsere Kinder nennen? Ola. Kaspar, David und Friedrich. Für was haben wir heute Geld ausgegeben, wenn ich mal so auf Kontostand gucke? Ich musste den Servicewagen gucken, dann muss ich jetzt hier gerade einen Frontlader gucken, dass ich das Öl hier runter transportiere. Funktioniert Luke und Lea Scheiße trotzdem nicht. Weil wir wollten doch eigentlich für die Lager sparen. Musst du jetzt daneben stellen und dann musst du halt in den Faktor wechseln. Wir haben ja auch hier den Money, dass wir uns überhaupt Maschinen mal allgemein holen konnten. Olli, der Heini hat ja, wir wollen ja jetzt wohl kein Geld cheaten. Nee, haben wir hier, Heini. Olli. Ich war ja bloß hier was. Olli. Eine Frage, wo stehen denn die Geräte? Ach, richtig, Krise. Die stehen am Hof, gegenüber von der Halle, da wo der sonst früher der Drescher drin stand. Ja, und da kannst du ja auch reparieren. Wenn da noch Geräte sind. Ich weiß ja nicht, wie viele da stand. Ich kenne Black Ops nicht. Ja, und das haben wir auch in ein paar Videos schon mal sehr ausführlich darüber unterhalten, Battlefield und COD. Achso, alles klar. Es war ein paar Mal schon.